Jo Leute, willkommen zurück zu Bloons Tower Defense 5. Wir spielen wieder mal eine kleine Runde und wie immer gilt für mich die Regel, dass ich weder die Affenplantage noch den Ingenieur noch den Bloon-Häcksler, was inzwischen ziemlich gefährlich für mich wird, wenn ich den Bloon-Häcksler nicht benutzen darf, und natürlich den Super-Affe, der Super-Affe ist auch draußen. Wir spielen... wir spielen unplatzbar und wir spielen natürlich eine Zwischenstüfler. Ist das Zwischenstüfler? Bin ich mir nicht sicher. Ich glaube, ist eine der blauen Maps, also der zweite Schwierigkeitsgrad. So. Und das Ganze ist auch rückwärts gespielt, deswegen weiß ich gerade gar nicht, wie die hier laufen. Bin ich mir gar nicht so sicher. Aber ich meine, die gehen einmal da drum herum und gehen dann erst raus. Naja, wurscht. Gut, das Totem-Event läuft immer noch. Dementsprechend, ihr könnt euch, glaube ich, noch... Für euch heute, könnt ihr das Ding noch spielen, könnt da ordentlich Preise absahen. Sollte man sich, denke ich, nicht entgehen lassen, wenn man Bloons jetzt noch nicht allzu viel gespielt hat. Wenn man Bloons so viel spielt wie ich, dann... keine Ahnung, braucht man es eigentlich nicht. So... die Nagelfabrik habe ich deswegen jetzt als erstes geschmissen, ganz einfach aus dem Grunde, weil die Nagelfabrik erstmal gegen alles hilft. Also die Nagelfabrik, der ist es egal, ob da jetzt Keramikbloons, ja okay, Keramikbloons, da muss ich halt noch zwei Upgrades hier kaufen. Aber das ist sehr egal, ob da Tarnbloons kommen, ob da Regenerationsbloons kommen, das ist alles, das trifft erstmal jeden. Deswegen finde ich die Nagelfabrik für den Anfang ziemlich gut. So. Jetzt haben wir schon was gegen Bleibloons. Jetzt haben wir sogar was gegen Bleitarnbloons. Was immer einer der schwierigeren ist. Regenbogen-Regenerationsbloons sind auch nochmal ziemlich ordentlich von der Schwierigkeit her. Da haben wir noch nichts mit dem dagegen. Aber die kommen auch erst sehr, sehr viel später. Zauberer werde ich im Übrigen auch nicht nehmen. Also überall, wo eine Zahl ist, die möchte ich nicht nehmen. Das heißt, es wird mit der Zeit jetzt immer schwieriger, irgendwas zu finden. Und wir werden uns gleich wieder auf unser Affendorf verlassen müssen. Da spare ich nämlich jetzt auch gerade drauf. Ehrlich gesagt weiter hinten defenden, damit ich auch sehe, was da für Bloons kommen. Normale Regenerationsbloons bringt's nicht. Die bringt's halt nur, wenn ihr vorne so ein bisschen was habt und hinten so ein bisschen was habt, dann sind die für die Bloons halt sinnvoll. Aber so ist es erstmal wurscht. Gut, so langsam. Kriegt die da hinten aber Probleme, ne? Ich weiß gar nicht, ob das zählt. Ah, gute Frage. Ich glaube ja. Ja, zählt. Safe zählt das. So, das Ding würde uns jetzt erstmal relativ gut. Weil so ein paar Bloons kommen, die jetzt einfach viele Lagen einfach nur haben. Und da helfen die auf jeden Fall sehr gut gegen. Bloons sind lange... Achso, okay. So, ihr seht's, also das ist sehr, sehr viel nochmal mehr. Jetzt werde ich mich einmal dazu begeben. Schwierig.
Jetzt nehmen wir dann. Ich glaube, hier machen wir echt eine Kombi aus. Den aus denen hier. Ich hasse dieses Geräusch im Übrigen. Falls ich das noch nie erwähnt habe. Klatsch, 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 klatsch. Wie gesagt, Karmo-Bloons, die sind uns egal. Normale Bloons gehen jetzt eigentlich auch ziemlich gut runter. Und da haben wir das. Wichtig ist, dass wir die, die mit viel Lagen, dass wir die frühzeitig runternehmen, dass sie nicht oben durchrasen. Sehr schön. Jetzt gleich einmal die Camos alle aufdecken und dann hier auf das Ding sparen, dass wir so ein bisschen Kohle reinbekommen, weil irgendwo muss man halt die Kohle erhöhen. Ich könnte natürlich Helikopter noch machen, aber auch das ist so ein Ding, was für mich Auto-Win ist und was ich eher vermeiden möchte. Also, ich könnte eine Helikopterarmee machen und könnte dann sagen, hey, wir sind der Helikoptermeister. Das finde ich aber irgendwie langweilig. Dementsprechend, nee, machen wir es so. Und ah, das sieht doch gut aus. Ich würde sagen, das sieht sehr gut aus im Moment. Keramikbloons sehen noch nicht so geil aus. Das heißt, wir setzen hier mal das hin. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Perfekt. Kann jeder sehen, ja. Okay. Bom, 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 bom. Oh! Die Rakete reicht nicht für Keramikblut. Ich dachte, die Rakete reicht für Keramikblut. Okay. Erstmal das. Reicht das jetzt überhaupt, damit der das auch kriegt? Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich wieder nicht. Dann habe ich aber ein Problem, wenn das da nicht reicht. Und dementsprechend verkaufen wir das einmal hier und machen das einmal hier hin. Weil das macht einen riesen Unterschied an Kohle. Moabs sind also immer noch ziemlich gemein zu uns. Können Keramik in uns eingefroren werden? Gefrorene Blumen sind gegen scharfe Gegenstände immun. Reicht die Range am Ende? Ich glaube nicht. Aber hier. Das so machen. Da und das können wir mal eben machen. Ich glaube, das Affendorf haut die Keramik für uns auch weg. Boah. Sieht schon mal ganz okay aus. In die Mitte werden wir einen Kleber setzen, weil da sollte langsam dann alles langsam sein. Also alles auf Ballonniveau sein. Und jetzt müssen wir einmal schauen. Wir setzen ihn nochmal hier hin. Ich weiß, ich benutze normalerweise keine Helden, aber ausnahmsweise benutzen wir mal einen Helden. Schwierig. Den jetzt sinnvoll zu setzen ist schwierig.
Okay, klar. So, da einen hin und wir setzen noch einen. Da einen hin. Ansonsten, hier unten darf ich ja überhaupt nichts machen, außer hier sowas. Ich mach mal einen Mörserturm. Die benutze ich so selten. So. Und... ach, wisst ihr was? Einfach, weil ich es kann. Setze ich jetzt auch nochmal hier einen Scharfschützen hin. Der aber immer auf den stärksten zielt, ist ganz klar. Ja, das sieht aber gut aus. Das sieht zwar brutal aus, aber noch geht's. Aber ich glaube, hier werde ich auf jeden Fall erstmal die hier hinsetzen. Bevor ich hier den Moab-Slower mache. Weil als nächstes, was gefährlich werden kann, sind die Herzregenbogen. Da kommt ja eine Welle, die mich schon das ein oder andere Mal kaputt gekloppt hat. Danke. Bum, 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 bum. Platzt einmalig und verflüssigt 10 Blumen pro Sekunde. Okay. Erstmal den hier. Erstmal ziehen wir den jetzt hier durch. Okay. Ach, das Dorf fällt wieder so ganz hart auf. 13, 500, da haben wir's. Und da brauchen wir auch 13, 500. Wie weit sind wir? 67. Runde. Das kann was werden, Leute. Dieses Mal dann komplett ohne. Haha. Der wird aufgehalten. Also man hat es hier unten gesehen, der wurde hier von dem Scharfschützen komplett aufgehalten. Das finde ich gut. Bom, 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 bom. Ich lasse platzen, also bin ich. Oh ja. Sehr schön. Ich muss gerade gucken, ob irgendwo irgendwas noch durchgeht. Und wenn ja, was und warum geht das durch? Zwei rote. Einer der blauen und jawohl. Tack, 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 tack. Ich finde das schön, dass er immer die großen Dinger auffällt. Dass die nachher wirklich von allen gesammelt angegriffen werden können. So, die Frage ist, das ist ja noch nicht gegessen. Frage ist, können sie nochmal kommen, die Dinger? Also, kriegen sie es nochmal hin, mich irgendwie zu überraschen, oder bin ich da jetzt doch so safe mit?
gehen mal lieber kein Risiko ein. Erstmal ein paar Laserschüsse abgeben. Fallschussgewehr. Aha, definitiv ein Fallschussgewehr. Ist das. Ist halt das Einzige, was man selbst steuern kann. Außer halt den Helikoptern, aber die stellt man klassisch auch verfolgen. Jo, ohne das Ding wird's echt schwierig. So, zwei Moab-Schläger. Aha. Ja, ja. Das ist jetzt, glaube ich, 79. Welle ist das. Ich dachte 83. Welle. Und ja, ich wollte gerade die 53. Welle sagen. Ich weiß auch nicht warum. Ich meinte die 83. Welle. Weil normalerweise kommt da der Ratschlag, du kannst auch mal sowas machen wie essen oder rausgehen an die frische Luft. Im Moment trifft das erste mehr zu als das zweite. Frisch. Bei uns liegt, also nicht bei uns, aber ich kann von hier aus schon den ersten Schnee in Deutschland sehen. Wer es nicht weiß, der Taunus ist so hoch, dass man den gut erkennen kann, dass der schon ein bisschen weiß ist. So, Strahl des Untergangs. Strahl des Untergangs. So. Boah. Ja, der Strahl des Untergangs ist gemein. Das Ding müsste eigentlich auch gegen alles gut sein, also auch gegen Camo-Bleibloons. Weil ich meine, der Strahl des Untergangs spätestens, der macht, ich glaube schon die Laserschüsse, die machen schon die Bleibloons kaputt. Ich glaube sogar Keramikloons machen die kaputt. Strahl des Untergangs auf jeden Fall, der macht alles kaputt. So kommt die Schlussrunde, wenn du sie schaffst, okay. Erstmal die zwei gemacht. Die kommen weit. Oh oh, oh oh, oh oh. Ihr kennt es nicht anders. Einmal verkacke ich jedes Mal. Jede Runde verkacke ich einmal. Schade. Das wäre cool gewesen. Ich mach die jetzt damit fertig. Ist mir egal. Vor allem, ich habe mich gerade gekratzt gehabt. Deswegen habe ich das nicht gesehen gehabt, dass die schon so weit durch sind. Ärgerlich. Passiert aber. Was machen wir denn noch? Oh, wir können eigentlich... Haben wir da genug für? Ja, haben wir. So. Wir schauen jetzt einfach mal. Ah, Moment, den müssen wir noch kurz umstellen auf den stärksten. Der andere, der kann ruhig auf den ersten schießen, ist mir egal, aber... Also dieses Mal gewinnen wir das, egal was auch immer kommt. Vor allem, weil ich heute in meiner täglichen Belohnung 3 super Affenangriffe hatte. Kriegen wir es auf jeden Fall durch. Nicht dein fucking Ernst, ey. Ja, gut, jetzt ist es aber vorbei. Sag ich ja, jetzt ist es vorbei. Da haben sie jetzt keine Chance mehr, aber das war echt knapp. Nahezu unplatzbar. Ach, ich habe 25 Mal unplatzbar geschafft. Wuhu! Ah.
gemeines Ding. Gemeine Runde. Vor allem dadurch, dass ich mich jetzt so extrem selbst blockiere mit den ganzen Sachen. Du darfst das nicht, du darfst das nicht, du darfst das nicht. Normalerweise hätte ich hier einfach meine Häcksler 2-3 Stück hingestellt gehabt, hätte die oben auf den Moab-Einsauger gemacht und dann wären auf jeden Fall die Schwarzen wären schon kaputt gewesen, bevor sie hätten loslegen können. Das wäre viel, viel einfacher gewesen. Aber, na gut, wir haben es hingekriegt. Wir haben sogar Plus gemacht. Der Held kostet 50 Affendollar. Ich habe fürs Zurücksetzen 500 bezahlt. Also haben wir Plus gemacht. 5 Münzen nochmal dazu bekommen. Alles in allem, erfolgreiche Runde. Leute, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, würde mich auf jeden Fall freuen. Und wir sehen uns das nächste Mal wieder bei Bloons Tower Defense 5. Haut rein, bis dann und ciao, ciao.